89.4. Einen schönen Freitagnachmittag mit uns. Wenn Sie irgendwelche tollen Dinge immer noch cool und geil finden. Ha! Ne, sind Sie schon zu alt. Bei den Jugendlichen heute ist alles Korall und es wird abgecheckt und abgeharzt. Oder doch nicht? Der Langenscheid Verlag behauptet das zumindest. Es gibt das Wörterbuch Hä? Jugendsprache Unplugged 2011. Da werden Worte übersetzt, die angeblich bei Jugendlichen jeden Tag benutzt werden. Ich habe diese Sprache deswegen einfach mal an jungen Neussern getestet. Hey yo, Alter, sprecht ihr wirklich so, Jan? Nö. Dreh dich doch mal bitte rum. Jo. Jetzt muss ich einmal an dir runter gucken. Perfekt angezogen, keine Spur von deinem Arschfax. Was? Kenn ich nicht. Das ist angeblich dieses Zettelchen in der Unterhose und wenn das rausguckt, ist es ein Arschfax. Nee, das kann nicht sein. Dominik, du bist 13, hattest du schon mal eine Mandelspülung? Wenn ich wüsste, was es wäre, keine Ahnung. Sowas wie Kotzen oder sowas? Fast ein Zungenkuss. Ach so, ja, okay. Ich nenne euch jetzt ein paar Worte und ihr müsst mir sagen, wie die Übersetzung lautet. Biotonne. Halt, Frau oder so. Angeblich ein Vegetarier. Die Jugendlichen, ich kann die Worte nicht so reden. Rentner Bravo. Keine Ahnung. Die Apothekenumschau. Wie nennt ihr denn ein kleines Kind? Pampers Bomber oder so. Die Übersetzung in die Jugendsprache ist Dreckmagnet. Dreckmagnet kommt jetzt nicht so, glaube ich. Ihr habt jetzt ein paar Begriffe gehört. Angeblich ist das ja die Jugendsprache. Euer Fazit. Also die Wörter, die würde ich jetzt nicht benutzen. Und ich kenne auch keine, die benutzen. Da würde ich eher sagen, dass die, was heißt ältere Generation, so ab 20 so reden, aber nicht die Jugendlichen. Das Fazit von euch, dieses Jugendwörterbuch, ist durchgefallen. Auf jeden Fall. Na, im Alltag spricht anscheinend keiner so, ist aber eine sehr, sehr nette Unterhaltungslektüre. Ich habe es auch mal noch hier. Was ist das? Synapsenfasching. Oh Gott, wenn jemand verwirrt ist. Ja, sehr interessant. Wir haben Bücher mit dieser angeblichen Jugendsprache für Sie. Wenn Sie eins haben wollen, dann schicken Sie eine Mail über news894.de. Sie müssen mir aber eine Frage beantworten. Was ist denn nochmal das Arschfax? news894.de, da können Sie mir direkt ins Studio mailen. Rechts oben finden Sie den Button dafür. She said, I love you.